Oh, das neue iOS 8 Update ist schon ganz geil. Guck mal, was meine Kamera kann. Geil. Herzlich willkommen im Jahr 2012, iPhone. LOL. So, da wir gerade mit einem Haufen Trailern aus allen Spielewelten überschüttet worden sind, dachten wir uns, ja, machen wir doch mal so ein Trailer-Battle. Also ein Kampf um das Vorstellungsvideo, das am meisten Laune aufs Spiel macht. Ah, yeah. Wir fangen mit dem Trailer mit der opulentesten Grafik und der besten J-Pop-Gruppe, die die Welt je gesehen hat, an Final Fantasy 15. Der Hauptcharakter Noctis Lucis Caelum kurft in einem schicken Auto mit seinen Freunden durch eine magische Welt. Er selbst ist der Prinz des Königreichs mit dem letzten Kristall, den er beschützen will. Er und Stella Noctis, die Botschafterin eines anderen Königreiches, haben beide die Macht, das Licht von Etro zu sehen, dem Gott des Todes. Heißt, sie wissen, wenn jemand gleich sterben wird. Final Destination lässt grüßen. Im Trailer sieht man einen ziemlich gelungenen Spagat zwischen alter Welt mit Rittern, Schwertern und Magie, als auch der neuen Welt mit Schusswaffen, Luftschiffen und dem schwarzen Muscle Car, der spitzhaarigen Rasselbande. Wer sich am 20. März Final Fantasy Type OHD von Square Enix holt, erhält von den quadratischen Enixen auch noch die Demo zum 15. Ableger der Reihe dazu. Okay, man nehme Final Fantasy, hau eine Menge siechender Viecher, Klauen, bestückter Kriecher und böse Bestien rein und rauskommt Bloodborne. Der Exklusivtitel für die PS4, der am 6. Februar nächsten Jahres erscheint, bietet euch und eurem besten Freund die Chance, in eine unfassbar düstere Welt abzutauchen. Denn Bloodborne wird, wie so viele Titel von From Software, anscheinend ein Koop-Spaß. Der Trailer macht hungrig, so rückt ihr den zahllosen Schrecken der Welt mit transformierenden Waffen und einer Flinte auf den Leib. Dabei ist die Welt weniger fantastisch als die von Final Fantasy 15, aber durchgehender und stimmiger, was bei Spielen mit Horrorelementen ziemlich wichtig ist, damit ihr euch auch immer fein gruselt. Wenn der geistige Ableger der Dark Souls-Reihe mit der Möglichkeit daherkommt, alle Anzeigen auszuschalten und Verletzungen am Charakter zu sehen, das wäre großartig. Wir sind schon jetzt gespannt. Und was passiert, wenn man Bloodborne nimmt und Final Fantasy 15 abzieht? Richtig, es bleibt immer noch der Horror. Und wenn ihr euch so richtig gruseln wollt, scheint der neue Trailer von Silent Hill genau das Richtige für euch zu sein. Alleine schon das Line-Up des Spiels verspricht Großes. Hideo Kojima, der Macher von Metal Gear Solid, leitet den Spielbau. Guillermo del Toro ist ebenfalls beteiligt, der das großartige Drehbuch für Pans Labyrinth schrieb. Kojima bastelt ja auch gerade an Metal Gear Solid 5 for The Phantom Pain, das dann nächstes Jahr herauskommen wird, wie diese Woche auf der TGS bekannt wurde. Das Spiel basiert auf der obernice Fox Engine, das ihr in Konami-Spielen häufiger sehen werdet. Und der Hauptcharakter von Silent Hill wird niemand anderes als Norman Reedus sein, aka unser zombiejagender Lieblings-Redneck Daryl Dixon aus The Walking Dead. Der Trailer bietet euch fantastische Monster. Von Tausendfüßlern spuckenden Köpfen bis hin zu enthauptenden Riesenhänden ist für jeden Geschmack was dabei. Und wer von euch noch nicht die Demo gespielt hat, macht euch ran, sie ist es wert. Igitt. Bei dem Spiel könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass es besser wird als das letzte Spiel, für das Reedus seinen Kopf hingehalten hat. The Walking Dead Survival Instinct nach Infestation The War Z, das schlechteste Zombie-Spiel der Erde. Das sind alle Trailer, die ihr euch anschauen solltet. Und der beste Trailer ist, das verratet ihr uns, schreibt uns unten in die Kommentare. Das neue iOS 8 ist seit Mittwochabend draußen und kommt mit einigen Neuheiten daher. Die neue Version des Betriebssystems für die Äpfel hat einige Kniffe und Tricks auf Lager, die ihr euch definitiv mal anschauen solltet und von denen ihr vielleicht noch gar nichts wisst. Zum einen gibt es jetzt eine tatsächlich funktionierende Spotlight-Version. Das ist Apples eingebaute Suchfunktion, die euch jetzt tatsächlich Informationen auf Wunsch aus euren E-Mails, Nachrichten und dem Sozialmedialen fischt. Auch Wikipedia und das gesamte Interwebs kann als Informationsquelle genutzt werden. Endlich ist es soweit! Ein Feature, das die Apple-User von euch vermutlich schon mit neidischen Blicken bei anderen Smartphones begutachtet haben und sich dann irgendwelche halbfunktionalen Drittanbieter-Apps holten, kommt auf die Kamera. Wir müssen zugeben, es ist eine ziemliche Kleinigkeit, die überall sonst schon etabliert ist. Das manuelle Einstellen der Belichtung. Dankeschön! Wir wünschen uns jetzt noch einen manuellen Fokusregler, Blende und... Oh mein Gott, als würde das jemals passieren. Naja, wie gesagt.
Es gibt ja Gott sei Dank genug Apps, die einem genau das schon bieten. Eine Funktion, die euch einiges Leid ersparen wird, ist die Möglichkeit, in Safari zwischen mobiler und richtiger Webseite zu switchen. Oh! Und jetzt vielleicht zur wichtigsten Funktion, die ihr als Techniknutzer installieren solltet, weil sie euch vielleicht das Leben retten kann, die Medical ID. Wow, die Medical ID ist eine App, die auch von eurem Lockscreen über die Notruffunktion zur Verfügung steht. In der könnt ihr dann Allergien, Bluttyp und euren Notfallansprechpartner speichern. Und wenn ihr schon dabei seid, das einzurichten, holt euch doch auch gleich einen Organspendeausweis von der nächsten Apotheke. Das geht nämlich auch ohne Smartphone, falls die Damen und Herren Doktoren zu spät kommen oder vergessen haben, eure Allergien im Smartphone nachzulesen. Was denkt ihr denn von den Neuerungen in iOS 8? Gibt's wieder den Shitstorm, der uns letztes Jahr schon die Frisur zerstörte? Weiter geht es mit Superhelden, um genau zu sein mit der Justice League, dem DC-Pendant zu den Avengers. Die Justice League ist jetzt so simpel leider nicht aufzuzählen, da sie aus einem ganzen Arsch voll Superhelden besteht. Manche sehr bekannt, manche sehr unbekannt. Aber genau diese Mischung und vor allem der konstante Konflikt ihrer Taten mit den moralischen Werten der Liga macht dieses strumpfhosentragende Kollektiv so spannend. Machinima, das so ziemlich größte Gaming-Netzwerk in Sachen YouTube, schnappt sich diese Bande jetzt und produziert eine Serie von Kurzfilmen im Stil von ihren Kassenschlagern Halo 4, Forward Unto Dawn und Battlestar Galactica Blood and Rome. Die Geschichte, für die Machinima und DC Entertainment zusammenarbeiten, zeigt dann alternative und düstere Versionen von speziell Batman, Superman und Wonder Woman. Ob das jetzt im Dark Knight-Style ist oder sich um das Kollidieren mit dem Paralleluniversum wie in den Comics dreht, ist noch offen. Die Miniserie kommt im nächsten Frühjahr raus und wird animiert sein. Also kein Ben Affleck, der ja in Batman vs. Superman den Lederlappen darstellt. Die Machinima-Produktion soll auch insgesamt in keinster Verbindung mit dem Zack Snyder-Schinken sein. Basierend auf dem anstehenden Warner Bros. Animationsfilm Justice League Gods and Monsters wird es auf jeden Fall eine großartige Cross-Promo-Kampagne werden. Die anderen Machinima-Filme kamen auf jeden Fall sehr gut an. Seid ihr Fans der Justice League oder seid ihr eher im Marvel-Lager? Wie findet ihr denn die bisherigen Machinima-Produktionen? Würde mich auch mal interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare. Musik. Eine Endcard mit zwei Videos und einen Abo-Knopf gibt's auch. Und wenn ihr den Abo-Knopf nicht mögt, drückt Maniac auf den Bauch oder lasst es einfach bleiben. Stellt uns Fragen wie der Jauch, denn wir sind ja nur zwei Nerds auf einer weichen roten Kauch. Macht irgendwas.